So, herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Video von mir. Heute werde ich Buntwäsche waschen. Aber das ist nicht das Besondere, sondern das Besondere ist, wir testen heute meine eigene Kreation, Diamond Dream. Ja, das habe ich selbst hergestellt. Inspiriert von FE Germany, die YouTuberin. Wer sie noch nicht kennt, schaut bei ihr vorbei. Abonniert ihr Kanal und schaut ihre Videos an. Sie hat nämlich ein Waschpulver selber kreiert, namens Garden of Eden, für Buntwäsche und Schwarzwäsche. Für Weißwäsche hat sie auch eins kreiert, das heißt Young King. Schaut einfach ihre Videos und ihr werdet die Produkte dort hundertprozentig finden. Genau, sie hat mich inspiriert, auch ein eigenes zu machen. Und das habe ich jetzt gemacht. Und zwar heißt meins Diamond Dream. So sieht das aus. Wahnsinn, oder? Also ganz viel Qualität hier drin, ne? Parfüm, hochqualitative Sachen, also an Waschpulver, alles hohe Qualität. Warum ich es Diamond Dream nenne, da diese Parfümperlen wie Diamanten aussehen. Warte, ich zeige euch das mit dem Licht. Guckt mal an. Meine Handy, also das Licht von meinem Handy, das funktioniert momentan nicht. Ich weiß nicht wieso. Deswegen muss ich mit einer Lampe jetzt filmen. Genau, seht ihr das? Und Dream, weil es einfach traumhaft riecht. Also Leute, ihr wisst gar nicht, wie das riecht. Also sobald ich den Deckel aufmache von der Box, da kommt mir der Duft entgegen. Also damit ihr einen so Eindruck habt, ungefähr wie das riecht. Es riecht sehr, sehr frisch. Sauber, blumig, attraktiv. Also es riecht echt brutal. Genau. So, und was ich noch machen wollte heute, da ich das erste Mal benutze, mein selbst hergestelltes Waschpulver, werde ich so wie ein Experiment machen, und zwar werde ich nur den Waschpulver benutzen zum Waschen, da ich den Geruch probiere. Also ich will wissen, wie das am Ende riecht, ohne Wäscheparfüm, also ohne Wäscheparfüm, ohne Weichspüler oder andere Mittel. Ich benutze zwar schon einen Weichspüler, das ist der hier. Von Kuschelweich, sanft und mild, aber der riecht sehr, sehr, sehr dezent. Genau, und da tue ich nur eine halbe Kappe rein. Und ja, warum ich das rein tue, ich möchte, dass meine Wäsche ein bisschen weich ist, weil ich das nicht mag ohne Weichspüler. Aber ansonsten benutze ich gar nichts außer Diamond Dream. Genau. Dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Die Wäsche kommt jetzt erstmal rein. Ich hole kurz die Lampe, weil mein Handy, irgendwas stimmt nicht damit. Ich weiß nicht, was das da los ist. So, also wir tun die Wäsche rein. So.
ganz viel Wäsche heute. Und die Wäsche ist sehr, sehr gefleckt. Also sehr viele Flecken hat die Wäsche. So, ich habe hier noch ein paar Socken, die tue ich aber nicht in den Wäschesack rein, weil irgendwie immer wenn ich mit dem Wäschesack wasche, da verknotet sich der Wäschenetz, also dieses Wäschesäckchen, verknotet es sich so sehr an die Wäsche, dass ich das fast gar nicht rausbekomme. Deswegen versuche ich es jetzt doch nochmal wieder ohne Wäschesack, also Wäschenetz. Gut, dann würde ich sagen, probieren wir mein selbstgemachtes Diamond Dream. Und was ich noch sagen wollte ist, ich werde Diamond Dream immer hier rein kippen. Also ich werde es nicht hier rein in diesen Kästchen werde ich es nicht rein tun, da ich hier diese Diamanten habe und ich möchte nicht, dass meine Maschine verstopft. Deswegen kommt das gleich alles hier rein. Dann nehme ich mal jetzt hier. Wow, Leute, wenn ihr wüsstet, wie das riecht. So. Mal schauen, wie das Experiment wird. So, das kommt jetzt hier rein. So, ich nehme noch ein Stückchen. Also Duftbombe hoch 10, Leute, glaubt mir das. So, es kommt hier hoch, genau. Und jetzt mache ich hier zu. Und Moment. Und die Wäsche wird jetzt mit erstmal Wasser plus gewaschen. So. Das bedeutet, ich gehe jetzt hier erstmal auf Spülen, um ein bisschen mehr Wasser zu bekommen, da ich habe ganz viel Wäsche und deswegen machen wir das jetzt so. Ich mache kurz Licht aus, dann sieht man es besser. Und ich bin gespannt, wie viel Schaum mein Diamond Dream erzeugen wird.
Okay, es fängt schon an zu schäumen. Mega. Boah, wie das riecht, Leute, unglaublich. So, ich würde sagen, das reicht vom Wasser her. Ich wasche auf 40 Grad pflegeleicht für 2 Stunden. Moment. So. So. Und start. Wie gesagt, wie ich auf die Idee kam, meinen eigenen Waschpulver herzustellen. Ich wurde inspiriert von FE Germany, eine YouTuberin, die auch selbst eins hergestellt hat. Und ich fand das so toll, dass ich dachte, ich kreiere auch eins, also mein eigenes. Und ja. Wenn ihr sie noch nicht kennt, dann besucht ihr Kanal. Also es lohnt sich. Boah, Leute. Ist doch der Hammer. In meinem Waschpulver ist auch sehr, also Pulver, der sehr stark gegen Flecken ist. Also ich habe da nur hohe Qualität reingemacht. Entschuldigung, oh, musste kurz niesen. Wow, oder Leute? So, ich werde jetzt ein bisschen, also ganz wenig von dem
Weichspüler, sanft und mild, jetzt reinmachen, damit meine Wäsche ein bisschen weicher wird. Und damit ich den Geruch von Diamond Dream nicht wegmache, benutze ich eins, das sehr schlicht riecht. Dieser hier. Dann würde ich mal sagen, ich mache kurz hier auf. Moment, Leute, ich habe hier oben leider kein Licht. Deswegen muss ich jetzt kurz gucken. So. Also, so viel. Mache ich hier auf. So. Das reicht schon. So, dann hoffe ich, dass mein Video euch gefallen hat. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Also einen schönen Sonntag noch. Man sieht sich. Tschüss. Ich wollte euch nur kurz zeigen, wie das schäumt. Mit Diamond Dream. Der Wahnsinn. Also Leute, macht's gut.